Das hatte ich auch schon privat jetzt hier und dann gehen die Wege halt auseinander. Ich bin schon wieder total außer Atem, nur weil ich hier einmal die Treppe hochgelaufen bin. Und da ist auch die Bella. Die beobachtet mich immer. Ne, Bella? Hallo, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin so aufgeregt. Heute bekomme ich ganz, ganz besonderen Besuch. Ich freue mich schon riesig. Der Max mäht Radrasen. Ihr habt es gesehen, der Max ist fleißig draußen. Der hat auch schon den Pool aufgebaut, was ideal ist. Heute soll es nämlich richtig heiß werden und das ist genial für unseren Besuch. Ich war auch schon im Spielzeuggeschäft und habe diese Wasserbomben hier gekauft. Dann habe ich noch so Seifenblasen, Gedöns gekauft und noch so ein bisschen anderes Zeug. Da habe ich mich beraten lassen, denn es wird ein Mädchen kommen und da habe ich nicht so viel Erfahrung mit. Ich möchte natürlich, dass sich mein Besuch wohlfühlt, dass die Kinder schön spielen können. Ich denke, der Pool wird auch schon ausreichen, aber ich habe halt noch ein bisschen was dazu gekauft. Ansonsten werde ich jetzt mal weiter fleißig sein. Ich koche heute auch gemeinsam mit euch und zwar wird es das erste Mal Spargel geben. Autsch, habt ihr das gehört? Es hat gerade voll geknackt. Jedenfalls freue ich mich auf den Spargel, das erste Mal dieses Jahr. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr auch Spargel mögt und wenn ja, wie ihr den zubereitet. Vielleicht ist ja mal eine Inspiration für mich dabei. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr den zubereitet. Am liebsten. Bei mir wird es das heute ganz traditionell geben und noch ein paar andere Sachen, aber das zeige ich euch, wie gesagt, im Laufe des Videos. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Ich wollte eigentlich noch meine Nägel lackieren. Ja, aber das werde ich nicht mehr schaffen. Mein Gott, die sehen echt böse aus. Naja, der Besuch ist jetzt wichtiger und dass hier alles klar schiff ist, ist mir halt jetzt wichtig. Hier, das muss ich noch alles wegräumen. Hier ist meine Naked-Bestellung, die ist angekommen. Da werde ich euch auf jeden Fall ein Video dazu abdrehen, weil mich so, so viele danach gefragt haben. Und es sind so geniale Sachen dabei. Die muss ich euch unbedingt zeigen. Das Video kommt dann nächste Woche. Hier sind noch ein paar Benefit-Produkte, die ich für euch teste im Moment. Da werde ich euch auch noch drüber berichten. Und jetzt, wie gesagt, beeile ich mich mal. Ich habe jetzt mal die Tür zugemacht, weil es echt laut war mit dem Rasenmäher. Meine Haare muss ich mir natürlich auch noch machen, bevor mein Besuch kommt. Hi, 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 ich sehe aus wie Struppi. Aber gut, dazu gehe ich dann später nochmal ins Bad. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Das war ein langes Intro und ja, wir sehen uns dann, wenn mein Besuch da ist, wieder, würde ich sagen. Viel Spaß! Du bist ja witzig. Ja, genau. Hm? Wollte ich dir erzählen. Und zwar, ganz kurz, warte, ich komme wieder zu dir. Ja. Freude. Weil, naja. So, jetzt habe ich meinen Besuch runtergebracht ans Auto. Habe sie verabschiedet. Oh, ich bin so traurig. Die Zeit, die vergeht immer so schnell, wenn man liebe Menschen um sich rum hat. Das kennt ihr bestimmt. Also die Zeit ist wieder total verflogen. Ich habe jetzt auch nicht so viel mitgefilmt, weil wir die Zeit total genossen haben, total viel gequatscht haben. Die Kinder hatten so viel Spaß mit diesen Seifenblasen-Dingens. Also das war eine richtig gute Investition. Das war so genial. Der Alessandro hat so geniale Bilder von der Ava gemacht, während sie so riesige Seifenblasen gemacht hat. Also das werde ich auf jeden Fall nochmal kaufen im Spielzeuggeschäft. Ich stelle euch mal eben hier ab. Sehr cool. Ich erzähle euch dann später noch ein bisschen was, wie es eben war. Zeige euch dann auch, was mir die Jade Schönes mitgebracht hat. Richtig süß, habe ich mich total darüber gefreut. Jetzt muss ich allerdings draußen ganz geschwind aufräumen, also weiter aufräumen und dann in die Küche. Wir haben nämlich alle riesigen Hunger. Und ich habe aber jetzt erst noch eine Frage an euch. Und zwar wollte ich mal euer Feedback zu den Sequenzen, wenn ich koche. Also ich tue mir da so ein bisschen schwer, weil ich nicht weiß, ob ich lange Sequenzen drin lassen soll, in denen ich jetzt ein bisschen was erkläre oder die mit Musik unterspielen soll, quasi, dass ihr nur Musik hört und dann eben die Sequenzen seht, wie ich koche oder ob ihr ganz kurze Sequenzen haben möchtet und dann vielleicht sogar mit Live-Ton. Lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare. Mal schauen, wie ich das jetzt heute mache. Aber ich erhoffe mir, dass ihr mir auf jeden Fall schreibt,
wie ihr das schöner findet, weil manchmal denke ich mir, okay, ich kürze das Ganze, was soll ich da jetzt lang erklären, die wissen ja, wie es geht, aber dann schreiben mir manche, hey, wie genau hast du denn jetzt das und das gemacht? Für mich ist es halt selbstverständlich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Lasagne zubereite oder so und jemand anderes würde sich aber darüber freuen, wenn ich einfach diese längere Sequenz drin lassen würde. Also wie gesagt, lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Ich bin schon wieder total außer Atem, nur weil ich hier einmal die Treppe hochgelaufen bin. Also Kondition gleich null, Heidi. Unglaublich. Ja, also wie gesagt, ich gehe jetzt in die Küche, dann zeige ich euch, was die Date mir geschenkt hat und jetzt geht's aber erstmal zum Kochen. Dann zeige ich euch jetzt mal, was es heute bei uns zu essen gibt. Und zwar wird es für meinen Mann und mich Spargel geben. Das ist der erste für dieses Jahr hier aus der Region. Ich freue mich schon riesig drauf. Dazu mache ich uns einen Biofeldsalat. Ich werde da noch Tomaten reinschnippeln, Paprika und Gurke. Zwiebel habe ich noch in der Speis, kommt auch noch mit rein. Dann werde ich noch einen Brokkoli abkochen für uns. Und dazu gibt es dann Kartoffeln. Für die Jungs gibt es Schweineländchen im Speckmantel. Die Schweineländchen habe ich jetzt schon gewürzt mit Salz und Pfeffer. Die Jungs bekommen dann noch Spätzle dazu, die mache ich jetzt nicht selbst. Und die Sauce Hollandaise für den Spargel mache ich auch nicht selbst, das kann ich irgendwie nicht so gut. Hier habe ich noch Bratenfond eben für meine Schweineländchen. Das habe ich noch ganz neu gekauft. Balsamico mit Granatapfel. Ich bin total gespannt. Also das ist ja eher so eine Creme. Das kommt dann noch auf meinen Feldsalat. Und nachdem der Alessandro keine Schweineländchen mag, wird es für ihn noch diese Bratmaxe geben. Jawohl, und ich mache mich jetzt mal ans Kochen, würde ich sagen. Und ja, bin schon gespannt, wie der Spargel schmeckt. Ich freue mich. Und jetzt starten wir durch. Das Essen steht auf dem Tisch. Und so sieht das Ganze jetzt bei uns aus. Schweineländchen, hier sind die Würstchen für den Alessandro und Hähnchen. Schenkel, hier ist der Salat. Hier sind die Kartoffeln, Spargel, die braune Soße, Sauce Hollandaise, Spätzle und der Brokkoli. Und hier habe ich noch ein Getränk gezaubert. Und zwar habe ich Eiswürfel rein, frische Erdbeeren und leckere Minze. Ein schönes, erfrischendes Getränk. Und wir lassen es uns jetzt schmecken. Ich wollte euch noch zeigen, was mir die Jade Schönes mitgebracht hat. Richtig edel sieht es aus. Es war auch die ganze Zeit draußen gestanden auf unserem Tisch. Und zwar ist es ein Teelicht. Hier ist so ein schöner Schmetterling dran. Da ist eine Kerze mit dabei. Und diesen Schmetterling hat sie mir noch mitgebracht. Das ist so eine Betonoptik. Das mag ich sehr gerne. Hier kann man dann auch ein Teelicht reinlegen. Und das Ganze war hier in diesem schönen Täschchen. Und da waren auch noch diese Schmetterlinge dran. Die haben so eine Klammer. Und die hat sie wohl bei Rossmann gekauft, glaube ich, die Schmetterlinge. Da hatte ich sie nämlich noch gefragt, wo sie die her hat, weil ich die so edel finde. Also nochmal vielen Dank, liebe Jade, falls du das siehst. So, wir sind jetzt total vollgefuttert. Ich bin im absoluten Fresskoma. Kennt ihr das? Wenn ihr
irgendwie was Leckeres zu essen habt und nicht aufhören könnt. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Jedenfalls habe ich jetzt schon mal die Küche aufgeräumt und werde versuchen, den Fashion Hall abzudrehen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingen wird, weil ich schon sehr, sehr lange nicht mehr hier gesessen bin, um für euch ein Video abzudrehen, weil ihr ja eher die Vlogs bevorzugt. Also das sehe ich ja anhand der Aufrufe, was ja völlig in Ordnung ist. Aber ganz, ganz viele hatten sich eben jetzt diesen Fashion Haul gewünscht und deshalb drehe ich ihn natürlich ab. Vielleicht ist eine Inspiration für euch dabei und das wäre natürlich richtig cool. Ansonsten habe ich auch einen Rabattcode, nämlich für euch in diesem Video dann in meinem Fashion Haul von Naked. Über 20% habe ich mich so sehr drüber gefreut. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie ich das gefeiert habe. Dann kann ich euch auch schon mal unten in die Infobox reinsetzen, falls euch irgendwas bei Naked sehr gut gefällt. Dann könnt ihr den schon mal anwenden, auch wenn ihr meinen Haul noch nicht gesehen habt. Jedenfalls wollte ich euch ja noch ganz kurz von meinem Besuch erzählen, von der Ava und von der Jade. Es war wieder so, so schön. Es war so ein schöner Mittag, wirklich. Die Ava, die ist so super unkompliziert. Also es ist echt der Hammer. Ich hatte da ja so ein bisschen Bedenken am Anfang, weil sie ja einen Altersunterschied zum Lissandro hat und weil sie eben ein Mädchen ist. Dann wusste ich nicht, ne, was spielen Mädchen gerne und so weiter. Aber die beiden verstehen sich wirklich so gut und die lachen zusammen. Und der Lissandro, der achtet sehr auf sie. Also der hat so einen Beschützerinstinkt. Es war nämlich ein Kind noch mit dabei, ein Besucherkind. Dann hatte ich mit von der Schule abgeholt vorher. Der war dann noch so ein bisschen mittags da und die waren zusammen im Pool, bis die Mama ihn abgeholt hat. Und der war recht wild und dann meinte der Lissandro zu ihm, jetzt mach doch mal ein bisschen langsamer, die ist doch noch klein. Und das fand ich so süß, als ich das mitbekommen habe, ja, dass mein Kind da so aufmerksam ist. Und auch mit den Seifenblasen hatten sie so viel Spaß und er achtet einfach so sehr auf sie. Und das mag ich halt sehr, sehr gerne. Also da hatte ich unbegründet Bedenken, sagt man das auf Deutsch, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es dann natürlich auch schön, weil die Eltern oder wir jetzt in dem Fall, die Jade und ich, uns da eben unterhalten konnten und da recht entspannt waren, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn sich Kinder von Freundinnen nicht so gut verstehen, also miteinander, dann wird es schon schwierig. Also das hatte ich auch schon privat jetzt hier und dann gehen die Wege halt auseinander, was natürlich sehr schade ist, aber so ist es dann halt. Also als meine Kinder noch kleiner waren, ne, und man sich so auf dem Spielplatz getroffen hat und das halt nicht so gut funktioniert hat. Ja, naja, also gut, dann werde ich jetzt mal hier diesen Fashion Haul abdrehen. Ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Nächste Woche wird es den dann geben, falls ich das jetzt hinbekomme. Das Wetter draußen ist auch echt noch voll schön. Schaut mal, so sieht es aus. Ich glaube, jetzt kommt so wirklich die Sonne. Also ich hoffe es. Ne? Ich bin ja so ein Sonnenkind. Also ich, ja, es geht einem halt einfach besser, wenn die Sonne da ist. Sind wir doch mal ehrlich. Also gut, lang genug gequatscht. Ich verlinke euch gerne mal den Kanal von der Ava und von der Jade natürlich unten in der Infobox. Aber ich gehe schwer davon aus, dass ihr sie schon kennt. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen, weil das einfach auch schön für mich ist. Und nein, es geht nicht nur über YouTube. Wir unterhalten uns auch sehr, sehr viel privat, was natürlich das Ganze, ja, freundschaftlich, auf einer freundschaftlichen Basis nochmal bestärkt und eben sehr, sehr schön ist. So, jetzt habe ich wieder ganz schön viel gequatscht, deshalb beende ich mal an dieser Stelle dieses Video. Aber bevor ihr jetzt abschaltet, schreibt mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare, wie gesagt, wie ihr das gerne haben möchtet, wenn ich gemeinsam mit euch koche. Das interessiert mich wirklich sehr und da bin ich sehr gespannt, wie euer Feedback dazu ist. Ansonsten könnt ihr diesen Kanal kostenlos abonnieren, da würde ich mich wirklich riesig drüber freuen. Und jetzt verabschiede ich mich von euch, wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und da ist auch die Bella. Die beobachtet mich immer. Ne, Bella? Ja.